Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Angezockt Space Heaven. Ja, ich bin dabei und will hier so ein bisschen das Lager umbauen. Das schalten wir auf normal. Alle normal, okay. Und dieses Lager können wir jetzt nicht verschieben. Das heißt, alle nehmen und alle nach da verschieben, damit wir dieses Lager dann nehmen können und dahinter setzen können. Das hat uns jetzt beim letzten Mal sehr viel Zeit gekostet, was wir jetzt auf jeden Fall schon mal machen können. Das hatte ich beim letzten Mal nicht gemacht. Wir können diese verbinden. So, mit dem verbinden, dann hat der zwei Verbindungen, die haben jeweils alle eine Verbindung und haben alle Strom. Das war Sinn der Sache. So, und somit hat hier alles Strom, unser Licht ist an. Und wir sollen jetzt beigehen und unsere Hülle erweitern. Ja, ich weiß mittlerweile, wo es sinnvoll ist, deswegen mache ich das jetzt direkt. Denn wir können das in einem bestimmten Bereich tun, wie ihr sehen könnt. Hier geht's nicht, weil hier das Teil ist. So, wir brauchen aber den Antrieb. Und ich weiß nicht, ob das noch ein Bug ist. Den Antrieb können wir nur noch hier hinten bauen. Das Problem dabei, der ist so lang, der braucht so viel Platz dahinter, dass das hier nicht reicht. Das heißt, wir müssen den hier etwas reinbauen. Zumindest war das bisher so. So, wir brauchen erstmal Schlafmöglichkeiten. Die bauen wir dann. Nee, Moment, ich will mal einmal durchzählen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Das heißt, wir bauen hier zwei Eingang und bauen hier nochmal so einen Bereich ran. So, dann sollen wir Betten und eine Toilette bauen. Und genau dafür hatte ich diesen Bereich hier. Denn ich will das trennen von dem Rest. So, mit diesen beiden Dingern wird das hier gebaut.
sind jetzt mit zweien im Gange. Dreiunddreißig Höhlenblöcke haben wir noch. 32. Ich bezweifle, dass das reicht. Noch 31. Also es scheint so, dass die einladen und was mitnehmen. Oder aber mehr als einen so einen Block fertig kriegen mit einem Höhlenblock. Das weiß ich jetzt nicht. So, wer jetzt über die Grafik meckert, der hat selber Schuld, weil dieses Spiel baut nicht unbedingt auf Grafik, sondern dieses Spiel, der baut, denke ich mal, eher auf... ja, wie soll man das jetzt sagen? Auf das, was man hier machen muss. Ah, hier soll man, wollen wir nicht irgendwie mit einer super tollen Grafik im First Person durch die Gegend laufen und irgendwas machen, sondern wir sollen hier in erster Linie planen, wir sollen uns verteidigen, wir sollen hier aufklären, wir sollen bauen und so weiter und so fort. Und dafür braucht man keine 1A-Grafik. So, wie sieht denn das hier mit dem aus? 120 noch. Von 250. Environment Conditions. Was ist damit gemeint? Keine Ahnung. So, wenn wir das dann umgebaut haben, ich will das also mit genauso dicht dann hier ransetzen. Aha. Okay. Fertig, sehr schön. So, jetzt könnt ihr weiter hier umräumen.
Und wir bauen die ersten Betten. Und zwar möchte ich da die schönen Betten bauen gleich. Es gibt die und es gibt die anderen. So. Ein Abstand. Zwei Betten. So, dann bauen wir eine Wand. Und zwar hier innen drin nehmen wir die weiße. Okay. So. So, und dann kommen Türen rein. Und noch eine Wand. Noch eine Wand dazwischen. Dann haben wir nämlich zwei getrennte Räume. Wir brauchen Strom. Der kommt dahin. Dann brauchen wir nein, solche Airlocks brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Dann war das bei Crew. Life Support. Air Vent, genau. Die sollen dahin. Was? Wieso sind jetzt welche gestorben? Was ist denn jetzt los? Wieso sterben mir hier die Leute? Ich glaube, mit meinem Umgebaue hier habe ich die zu sehr gefordert.
kann ich noch nicht fertig machen. Ich glaube, ich habe das irgendwie falsch angefangen. Ja, ich dachte, ich mache das besser, wenn ich hier gleich anfange mit dem, aber dazu habe ich wahrscheinlich zu viel Zeit vergeudet. Nächste ist tot. So, das machen wir erstmal mit hoher Priorität. Ah, der will schon wieder schlafen. Nicht gut. Das heißt, wir müssen jetzt mal schnell laufen lassen. Ne, handeln oder was wollen wir noch nicht? Okay, alle tot. Hat sich erledigt. Ja, würde ich sagen. Wir gehen zum Main-Menü zurück, ohne jetzt zu speichern, und sagen neues Spiel. Und das heißt wieder. Na komm. Also diesmal fangen wir anders an. Wir sollen das Ding bauen. Schön erstmal auf Pause. So, wir bauen. Nein. Produktion. Item. Das bauen wir. So, los, zack, zack, das Ding bauen. So. Life Support und Gas Scrubber. So, als nächstes kommt dann dieser Thermalregulator. Genau, den setzen wir hierher. Ich meine, danach kommt Strom, ne? Jawohl. So, dann setzen wir einmal hierher. Und einmal hierher. So, dann kommt Licht. Aber erstmal müssen wir den mit dem und mit dem verbinden. Dann kommt Licht.
So, und jetzt sollen wir die Hülle erweitern. Dann machen wir das erstmal. So, denke ich mal. Ja, brauchen noch einen mehr. Eins, zwei, drei, vier. So, da kommen Wände vor. So. Tür da rein. Und ein Ventilator. So, und jetzt müssen wir mal Pause machen und jetzt müssen wir nämlich diese Einstellung hier machen. So. So, gut, das haben wir und es kann wieder weitergehen, damit nämlich immer nur einer schläft. So, dann können wir den linken und eine Toilette brauchen wir. Und als nächstes brauchen wir eine Küche.
ist nichts. Okay, jetzt die Küche. Die kommt direkt hierher. Ein Tisch und Stühle sollen in die Nähe. So, und wo ist der Stuhl? Hier. So, und ich denke mal, da fehlt uns nämlich das Material für. So, jetzt sollen wir Beete. Seins, das. Produktion, Food, da ist es. Und zwar gibt es verschiedene. Es gibt die ganz einfachen, es gibt die mittleren und es gibt die großen. So, und wir bauen gleich, weil wir das Material dafür haben, ein großes. Aber das bauen wir so hin. Das ist nicht gut. Ah, Moment, wie viel Platz brauchen wir da? 4 mal 5. Das heißt, wir müssen das Schiff vergrößern dafür. Denn das muss ein abgeschlossener Raum sein. Vier mal zwei, drei, vier, fünf. So, und auf geht's. Wir haben ja hinterher jederzeit die Möglichkeit, dann nochmal was zu verschieben oder wieder was abzureißen und zu bauen und so weiter und so fort. Also alles nicht so wild. So, Produktion, Food und das Große. Da muss ja noch die Tür vor. Das heißt, wir müssen noch mal 2 nach hinten gehen. Hatte ich so nicht beachtet. So. Packen wir es ganz hinten an die Wand dran. Dann kommt vorne noch mal... Wir brauchen hier dieses CO2-Dingen, ne? Dann Licht, CO2-Level. So, da kommt dann mal.
So, das kommt dahin. Dann ist das schon mal eine geschlossene Tür. Dann brauchen wir Life Support. Ein CO2 Producer. Also Licht brauchen wir noch. Das war bei Groove. Und dem. Was fehlt uns? Ja, fertig gebaut ist er aber. Uns fehlt Carbon, also Kohle im Endeffekt. So, das haben wir alles und jetzt bauen wir das Große. Bitteschön. So, jetzt setzt er sich nämlich hin und ist am Essen. Wenn man das Ding nicht baut, dann sitzen sie auf dem Fußboden und essen und sind natürlich unzufrieden. So, das wird jetzt gebaut. Wenn das fertig ist, gehen wir kurz in den Pausemodus. Wie gesagt, einmal in den Pausemodus. So, und du sollst im ersten die bauen. Und im zweiten auch. Und im dritten baust du das, weil das brauchen wir später auch. Und da im vierten baust du das und im fünften baust du das. Jo. Das heißt, das Ding läuft. Was wir noch mal machen können, ist eine noch mal ein Licht von hinten. So. Das heißt, wir brauchen noch mal ein bisschen Strom. Kann ich da nicht bauen? Dann setzen wir das Ding dahin. So, zack, zack, wird gebaut. So, und das verlinken wir mit dem. So, da hat das komplette Ding, hat, sag schon. Hat Licht, das wollte ich sagen, ja. Und ja, schauen wir mal.
Dem fehlt CO2, aber fehlt Kohle, aber okay. Ja, als nächstes sollen wir diesen Scrubber bauen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.